Hallo, und da sind wir wieder mit dem Spiel Kassel gegen Trier. Die Teams haben schon ihre Position eingenommen. Ja, genau. Ah ja, und es geht los. Wir sagen euch gleich, wer wir sind. Erstmal Ballbesitz für Trier. Vielleicht stellen wir uns mal, vielleicht stellst du dich mal vor und dann stelle ich mich vor. Genau, ich bin Lena aus Offenburg. Ich bin der Hannes aus Augsburg. Und das ist heute meine Premiere, deswegen hoffe ich, ich laber heute nicht zu viel und nicht zu wenig. Währenddessen haben wir einen Ballverlust und Kassel hat den Ball. Ich muss gerade auch mal gucken. Blatscher Control ist auch bei Kassel. Okay. Wir können euch leider keine großen Informationen zu Trier geben, außer dass sie echt fancy Trikots haben. Ja, ich finde die wunderschön. Ja, weil sie haben keinen Sheet eingereicht. Schade eigentlich. Oder wir haben es verloren. Tor für Kassel. Hast du schon irgendein Spiel von den beiden dieses Wochenende gesehen? Kein einziges. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gerade nicht, worum es hier gerade geht. Ich auch nicht. Lass mich mal nachgucken. Schau doch mal nach. Währenddessen sehen wir hier einen schönen Beat von Kassel. Ist auch ein ziemlich, also klar, es ist der Anfang des Spiels. Sie haben auch schon beide Teams einige Spiele in den Knochen. Es ist ein sehr langsamer Aufbau. Ja. Kassel. Okay, wir haben einen Broomsdown. Delay of Game. Ja. Da kennt der Headref Svea Butgereit nichts. Ja, das ist eine blaue Karte. Und der Chaser kann absolut nicht verstehen, was er falsch gemacht hat. Und da haben wir den Speaking Captain auch noch. Ja, das sind die Momente, die wir in diesem Sport lieben. Wenn wir Delay of Game haben und wenn erstmal noch groß diskutiert wird. Wir lieben es höchstens, wenn so ungefähr die 38. Minute in einem Spiel ist und wir schon 5 Spiele in den Knochen hatten. Also ist mal schön zum Durchatmen. Ist für euch jetzt zu Hause die Zeit, mal kurz aufs Handy zu gucken? Vielleicht verfolgt ihr Twitter. Da könnt ihr natürlich auch die anderen Spiele verfolgen. Und wir machen weiter. Ein sehr, sehr schneller Angriff von Kassel. Leider nicht drin. Durch. Das wäre schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. War auch ein bisschen einfach. Ja, aber gut, einfach. Funktioniert meistens. Ja, manchmal funktioniert es, wenn die gegnerische Mannschaft noch nicht richtig geordnet ist, sie einfach mal zu überrollen. Gerade wenn man im Blatscher-Control ist, was ich meine, ich bei Kassel jetzt der Fall war. Ich weiß gar nicht, ich habe Kassel noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, ihr erstes Turnier. Ja. Ich finde, ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen an den Trikots. Da steht nämlich hinten drauf noch irgendwas von wegen SC, sonst noch was. Das heißt, die mussten, glaube ich, auch ziemlich schnell Trikots finden. Ja, immerhin ist es gedruckt. Also ich habe schon Teams spielen sehen, die haben ihre Trikots selbst gebastelt. Ich glaube, das waren die Broomicorns. Die waren aber sehr schön. Ja. Das war damals in München, glaube ich, noch. Wenn sie basteln können. Also falls irgendwer aus Braunschweig jetzt zuhört, ich hoffe, ich habe keinen Scheiß erzählt. Ihr habt jetzt viel hübschere Trikots, beide Teams. Und erneut ein Broomsdown. Holding. Schon eine gelbe Karte. Diesmal mal weniger. Schauen, wo sind die Optionen? Ich sehe nur einen Trierer Chaser als Troll. Da geht der Ball auch hin. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Schöner Pass und sehr schön vollendet. Muss es gerade mal gucken. Blatscher Control ist jetzt auch wieder bei Kassel. Und Kassel kommt durch. Und Tor für Kassel. Das war jetzt wirklich sehr einfach. Ja. Yeah. Also Kassel schneidet hier durch wie ein Messer durch die Butter. Durch die heißes Messer durch die Butter. Vielleicht sollte ich meine Vergleiche lassen, wenn ich es nicht richtig aussprechen kann. Spielstand ist jetzt 10:20 für Kassel. Oh, das war sehr merkwürdig. Warum? Wir können hier vielleicht noch erwähnen, dass hier eine absolute Newcomer-Mannschaft, also Kassel, gegen den Gewinner der Rhein-Main-Liga spielt. Ach, stimmt, Trier. Ja, ganz überraschend gewonnen. Ja. Ich glaube, weil Darmstadt verfaden musste im letzten Spiel.
Also nicht um Triers Triumph jetzt zu schmälern. Nein, natürlich nicht. Das war eine Riesenleistung. Nur ich war ein bisschen verwundert, als ich das gehört habe, weil ja. Darmstadt holt das Ding sonst immer. Und wir haben einen Verletzten, der vom Feld geht. Aber zum Glück kann er noch alleine gehen. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, also die Schiedsrichter reden jetzt auch noch ein bisschen, weil es ging etwas merkwürdig zu Boden durch einen Gegenspieler. Ja. Na, es geht einfach weiter. Okay, Blatscher-Turnover. Also die App mit den Ergebnissen funktioniert gerade überhaupt nicht, deshalb keine Ahnung, um welches Spiel es hier geht. Okay. Ihr wisst es bestimmt zu Hause viel besser als wir. Ihr habt eine ordentliche Internetleitung. Ja, die ist im Norden hier wirklich die Hölle. Ja, ja, man muss ab und zu mal nochmal... komischerweise, mein Handy schaltet sich komplett aus. Muss ich immer die mobilen Daten nochmal neu anmachen. Ich weiß auch nicht, warum das hier so ist. Ja, das war ein schönes Tor. Sehr gut. Kassel geht hier Nummer ordentlich voran. Ich muss gerade mal kurz gucken, ich glaube, es war die Nummer 5. Leo Felder. Kassel läuft mit... Nein, Trier läuft mit Troll. Ja, aber so richtig passiert nichts. Nee. Die sind sehr statisch. Ja. Das hat jetzt auch nicht funktioniert. Und Kassel sofort wieder drauf. Und die rennen dann natürlich auch Wahnsinn. Gleich. Die warten gar nicht erst, bis Trier sich wieder aufgebaut hat, sondern die rennen dann einfach erstmal los. Ja. Ja, schönes Tor. Ja. Steht 10 zu 40 für Kassel. Was mir Trier auch schon auffällt, wir sehen relativ wenig Tackle-Attempts. Ja. Also. Und es scheint ein bisschen einfach so, als würde Kassel sie ein bisschen überrennen. Also ja. Die wissen sich gerade nicht wirklich zu helfen. Oder sie wissen einfach nicht genug, oder sie haben es noch nicht genug trainiert, ja. um wirklich mobile Chaser durch einen Tackle zumindest zu verlangsamen. Ist natürlich auch. Ist meistens greift er so einen Tackle nicht gleich. Ist natürlich auch schwierig bei einem Team wie Kassel, was man noch nicht so oft spielen gesehen hat, die irgendwie einzuschätzen. Jetzt kommt ein Blatscher auf uns zu. Ich stoppe den jetzt trotzdem mal. OSC Wilmar. Das ist aber halt das Besondere immer an diesen neuen Mannschaften. Du hast keine Ahnung, wie die spielen. Du hast kein Footage vom Internet, von irgendwelchen Streams. Du weißt nicht, welche Spieler gut und welche schlecht sind. Und dann hast du meist ja auch nur dann noch das eine Timeout, um irgendwie noch deine Strategie anzupassen. Und wieder ein Tor von Kassel. Spielstand jetzt 50 zu 10. Ich gucke jetzt auch gerade die Kader an. Also Kassel ist natürlich auch da mit einem viel kleineren Kader. Die sind mit 16 Leuten angereist. Trier dagegen sieht fast nach einem vollen Kader aus. Ja, würde ich auch so sagen. Und Kassel hatte ja auch schon, die haben ja alle um die 5, 6 Spiele schon in den Knochen. Ah, das war guter Versuch, den Beat auszuweichen. Hat doch funktioniert. Es hat funktioniert, ja. Oh, das müsste jetzt eigentlich mit dem Tor. Nein, kein Tor, ist aufs Kreuz gegangen. Und Kassel macht sofort wieder Druck. Sehr schöner Block hier von Trier. Und jetzt muss es Trier mal schnell machen. Ja, ganz, ganz schnell. Da ist auch kein Beater gerade in der Nähe. Ja, das schön. War mal schön. Genau auf den Sweet Spot. Da stand sie goldrichtig. Okay, wir haben Brooms down. Scheint aber nur eine Diskussion zu sein. Scheint nur ein Warning zu sein. Das war gegen den Keeper. Ah, jetzt wird auch ein Timeout gerufen. Ah, okay. Wir haben ein Timeout. Von Kassel. Okay. Es ist ein merkwürdiger Zeitpunkt für ein Timeout für Kassel. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn Trier sich ein Timeout genommen hätte. Aber vielleicht wollen sie sich einfach nur mal ihrer Taktik vergewissern. Vielleicht wollen sie sich einfach auch nochmal gegenseitig auf die Schultern klopfen, wie toll sie sind. Gut, macht genauso weiter. Das
könnte auch sein. Aber für Trier kommt dieses Timeout natürlich jetzt ganz gelegen, ja, weil jetzt können sie zweimal ihre Strategie anpassen. Stimmt. Ich hatte jetzt auch die Frage, ob ja, Kassel ihnen damit nicht einen kleinen Gefallen getan hat. Ich bin leider mit Trier auch nicht so sehr vertraut, dass ich jetzt sagen würde, vielleicht haben sie ihre guten Leute, halten sie die noch zurück. Ja. Ich sehe zumindest Nick Stein, der sonst bei Bingen spielt, der große Blonde. Ja. Falls ihr ihn jetzt sehen könnt, der wirklich ein schneller und halt auch großer Chaser ist. Mal schauen, ob Trier da jetzt seine Sub-Strategie ein wenig ändern wird. Okay, und es geht weiter. Es werden da Kommandos gebrüllt, die natürlich alle wieder mit Codewörtern, die wir nicht verstehen. Ich habe heute schon Ratatouille und noch was gehört. Das war ein schönes Tor wieder von Kassel. Und sofort in die Defense zurückgerannt. Die haben jetzt auch wieder Blutscher Control. Ja, ich finde aber bei diesen Kommandos sind die Teams immer sehr kreativ. Ja, ich liebe das auch, das so als Kommentator zu hören. Dann denkst du immer so, oh, was kommt jetzt? Ratatouille, Ahornblatt. Ja, ich glaube, die Berliner schreien, glaube ich, Bernhard oder Wolfgang? Ich weiß es nicht das genau. Das ist auch sehr gut. Wolfgang sollte eigentlich die Wolfgang rufen. Ja. Okay, zurück zum Spiel. Wieder Kassel in einem Angriff. Die bauen niemals den Angriff einfach mal ganz ruhig auf. Die rennen einfach immer los. Aber es funktioniert. Was mir auch noch aufgefallen ist, sie haben den Keeper gesubbt. Viele Teams machen da ein bisschen langsamer und warten, bis sie wieder mit der vollen Stärke auf dem Feld stehen. Kassel nicht. Die rennen einfach drauf los. Das ist natürlich vielleicht ein junges Team. Die denken sich, wir rennen einfach. Ja, aber gut, wenn du halt die entsprechenden Leute hast, die driven können, warum nicht? Und wir haben ein Tor für Trier. Das war von der Nummer 77. Wir haben jetzt wieder in Snitch Range. Das heißt, wenn jetzt beim Abstand von 30 Punkten der Snitch gecatcht wird, dann gehen wir in die Overtime. Aber soweit ist es noch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Teams das wollen. Bei den Spielen, die sie noch vor sich haben. Ja, wir haben natürlich ein sehr langes und sehr großes Turnier mit vielen Teams. Ja. Da müssen die Teams selbst eine Strategie finden, wie sie mit ihren Kräften haushalten. Jetzt müssen wir eigentlich einen Call because of injury haben. Ja. Das sieht die Head Referee noch nicht. Das war bei dem Tackle. Ja. Aber das war, glaube ich, sogar sein angeschätzt. Wird es der Headref wahrscheinlich gesehen haben. Ich nehme mal stark an, es wird legal gewesen sein. Ja, ich denke auch. Es war, glaube ich, sogar sein Tackle. Bin mir aber nicht sicher. Ah, das ist natürlich immer bitter, wenn du selbst bei deinem eigenen Tackle dich verletzt. Das scheint auf den Kopf gefallen zu sein. Scheint jetzt ein bisschen was. Speaking Captain von Trier spricht gerade mit ihm. Okay, jetzt kommen auch die Sunnies aufs Feld. Ah ja. Haben wir irgendwas, was wir sagen können zu den Teams? Weiß nicht, aber ich habe mich immer gewundert, warum die Sunnies immer so langsam sind. Die dürfen nicht laufen. Wirklich? Nein. Dürfen sie nicht, weil sie könnten sich dann selbst verletzen. Oh, ja gut, das macht sogar Sinn. Oder das Equipment, was sie tragen könnte, kaputt gehen. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Aber ich frage mich auch immer, was die Sunnies so denken, wenn sie so für ein Quidditch-Turnier gebucht werden. Die denken sich, oh ja, entspannter Tag, wir setzen uns da einfach mal hin, wir haben bestimmt sowieso nichts zu tun. Und dann merken sie ziemlich schnell, dass sie da doch einiges zu tun haben. Bei meinem ersten Turnier, das war in Wien, da hatten sie einen Rettungswagen und die waren fertig nach den Spieltagen, weil der ist permanent hin und her gefahren. Muss dazu sagen, im Quidditch wird es mittlerweile immer besser. Also ich habe, wie gesagt, mein erstes Turnier, da waren, ich weiß nicht wie viel, da ist der Krankenwagen permanent hin und her gefahren. Ich habe mir wirklich gefragt, was hast du dir denn hier für einen Sport ausgesucht? Ich will doch nur ein bisschen auf dem Besen reiten. Ja, das dachte ich auch einfach.
Aber das ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. Wir haben zwar immer noch immer wieder Verletzungen, aber die Teams passen ein bisschen besser auf sich auf. Sie machen ein besseres Aufwärmen. Auch das Auslaufen und Ausdehnen wird mittlerweile von fast allen Teams gemacht, sodass halt so, ich sag mal, Verletzungen, die eben halt durch solche Sachen, wenn du nicht ausdehnst, machst, die dadurch entstehen, Muskelkrämpfe, Muskelverhärtung, das ist weniger geworden. Ja. Aber wir hatten auch mal bei einem Turnier in Sunny, der dann so um 6 Uhr meinte, als er zu einem weiteren Pitch gerufen wurde, weil wieder was war, meinte er so, bitte nicht noch schon wieder was. Also es ist schon, ja. Aber wo du jetzt gesagt hast, was denken die sich? Ich stand gestern an der Würstchenbude und dann meinte ein älterer Herr zu mir, ja, erklär mir das mal. So in 3 Sätzen. Ja, das ist schwierig, 3 Sätze Quidditch erklären. Ich sag dann immer einfach, ich meine, es ist einfach immer das Einfachste, ich sag dann immer, kennen Sie Harry Potter? Wenn Sie ja sagen, dann sage ich, ja, das Spiel von da. Aha, fliegt ihr dann auch? Fliegt ihr dann immer, auch? Und wie funktioniert das mit dem Schnatz? Ja. Das sind so die 2 Fragen, die man nicht mehr Und wenn man dann das mit dem Schnatz erklärt, dann ist gleich schon mal die Seriosität dann auch schon wieder weg. Ja, weil aber dann hast erkläre du das mal so, ne? Dann hast du das Gespräch auch für dich gewonnen. Weil dann hast du gleich die Lache auf deiner Seite. Ja, das stimmt. Aber da denke ich mir dann immer so, oh Gott, jetzt lachen gleich wieder alle. Weil es erklärt das mal gut. So, da ist ein Mann in einer gelben Hose und der hat eine Tennissocke. Und da ist ein Tennisball drin und ja, den muss man dann abreißen. Das klingt schon witzig. Ja. Ja, die Unterbrechung dauert übrigens immer noch an, weil jetzt auch die Trage auf dem Feld ist. Also ernsthaft. Ja. Das scheint jetzt nicht nur, wie ich gesagt habe, eine Muskelverhärtung zu sein oder anderes. Ich glaube auch nicht. Ich vermute mal, er wird auf den Kopf gefallen sein. Ja. Gestern war es krass. Ich glaube, es war auch hier auf dem Livestream. Da ist eine sofort K.O. gewesen. Echt? Ja. Die ist einfach, die hat einfach da mal gelegen. Für 10, 20 Sekunden war nicht mehr ansprechbar. Und da wird es dann halt wirklich immer gefährlich, weil so bewusstlos, damit sollte man nicht scherzen. Ja. Das sieht man auch öfters bei anderen Sportarten oder so, dass bei einer Gehirnerschütterung weitergespielt wird. Das hat meine Schwester auch beim Eispokal damals gemacht und es war ein großer Fehler. Das sollte man nicht tun. Ja, also denkt immer daran, wenn ihr hinfallt, egal was ihr macht, ob ihr Quidditch spielt oder irgendeine andere Sportart, immer schön das Kinn auf die Brust. Dann kann das nämlich nicht passieren, dass der Kopf nach hinten schnellt. Und da entsteht es meistens, dass du eine Gehirnerschütterung hast. Ah, ich sehe jetzt auch eine Halskrause. Mhm. Also, Verdammt. Hatten wir gestern schon mal. Ich glaube, Darmstadt hat in dem ersten Spiel gleich 4 Schwerverletzte gehabt. Ja, ich kam auch nach dem ersten Spiel mal am Sunny-Zelt vorbei und habe mich gewundert, wie viele Spieler da schon sind. Das ist jetzt auch das halbe Trier-Team steht um ihren verletzten Spieler herum. Ja, das ist natürlich für ein Team immer scheiße, wenn sowas passiert. Ich habe zum Glück noch nicht gehabt. Auch danach im Spiel, man merkt es dann immer, weil seine Gedanken dann doch irgendwie bei dem verletzten Spieler sind. Ja, man will, es kommt jetzt darauf an, ob er jetzt ins Krankenhaus kommt, man will einfach hinterher dann und wissen, wie es ihm geht. Ja. Ich finde es auch immer so schwierig, gerade wenn man bei einem Turnier in einer anderen Hälfte vom Land ist oder noch schlimmer in Belgien dann oder so irgendwie und du kommst ins Krankenhaus und du bist alleine. Ja. Das ist schon immer ein bisschen schwierig. Wer spielt denn auf dem Pitch gegenüber? Bielefeld gegen Kiel Kelpies? Ja, ich glaube, es ist aber das Basilikum. Ah, Basilikum, der es gegen Kiel spielt. Die übrigens sehr hübsche Trikots haben. Also ich glaube, ich werde nachher mit dem Kieler tauschen. Ja, die mag ich wirklich. Sind auch echt nette Leute, die wären bei uns in der Gruppe gewesen bei Offenburg und haben gesagt, sie haben sich schon so gefreut. Und gegen die haben wir auch schon beim Eispokal gespielt. War ein Horrorspiel bei Schneetreiben und ungefähr 40 Minuten lang. Und alle waren einfach nur glücklich, als es zu Ende war. Ich habe gestern mit einem Broomicorn gerafft und der hat sich an unser erstes Spiel in München im Januar 2017 war das. Das war der damalige EQCQ. Und es war schweinekalt, es waren -7 Grad, es war Wind. Also es war nicht nur kalt, sondern die hatten Hockeyplätze für uns reserviert. Und diese Hockeyplätze waren so spiegelglatt. Wir haben da gegen die Broomicorns quasi auf einer Seifenpitch gespielt. Und ich hatte es auch gerade vorhin mit Philipp davon, es wäre nicht Quidditch, wenn einfach mal bei einem Turnier so 2 Tage lang schönes, angenehmes Wetter, 20 bis 22 Grad und kein Gewitter oder Schneetreiben oder Hagel.
Obwohl Gewitter schön ist, dann machst du Kabinenparty. Ja, aber nicht am Freitagabend, wenn man hier alles aufbaut. Oh, hatten ihr Gewitter? Ja, wir hatten tatsächlich am Freitag Gewitter. Wir hatten da die Pavillons alle aufgebaut und da sind Metallstangen dran und dann hat es angefangen zu gewittern. Und das war dann sehr lustig. Also wieder alles abbauen. Ja. Ja, ich bin erst am Samstagmorgen hergekommen. Schön entspannt, wo alles vorbei war. Ja. Oh, die Referees setzen sich jetzt auch auf den Boden. Ja, dann können wir noch einen Schwank irgendwie aus unserer Jugend erzählen. Nee, ich komme ja eigentlich aus Norddeutschland. Ich bin ja eigentlich in Flensburg beheimatet. Deswegen war es jetzt für mich nicht so eine lange Anreise hierher. Wir sind tatsächlich vom Team unterschiedlich angereist. Und zwar ein paar von uns sind mit dem Bavü Partybus hierher gekommen. Mit dem Bavü Partybus? Ja, da waren Mannheim, Heidelberg. Ich glaube, ich hab ein Twitter-Bild vom Sebastian Steinke gesehen, ja, von genau. Dem Chaser von den Hellhounds. Den kennt eigentlich jeder. Wenn ihr es irgendwo grölen hört und Robert Tukovic nicht da ist, dann ist das der Basti. Genau. Und die haben tatsächlich, die standen in jedem Stau, den man sich vorstellen konnte und kamen dann um 3 Uhr nachts an, sind um 12 in Offenburg losgefahren. Also das war wirklich... Und dazu dann natürlich noch ein paar Teams, die ein bisschen Party gemacht haben. Die Mannheimer und die Heidelberger sollen gut dabei gewesen sein, habe ich gehört. Aus guten Quellen. Ja, Heidelberg für mich momentan bei diesem Turnier der absolute Überraschungskandidat. Ja. Ich meine, wir haben schon länger gesagt, also in der Liga hauen die ja wirklich auch jeden weg. Ja. Und wir dachten uns, ja, oder wir haben gehofft, dass sie hier was reißen können, waren uns aber natürlich nicht sicher, weil klar, das Niveau von den anderen Bavü-Teams und dann hier gibt es manchmal ja noch ein bisschen ein paar Unterschiede. Um das jetzt freundlich auszudrücken. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir auch in München damals, wir haben damals die Hellhounds geschlagen und dann auch noch 5 Monate später bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Ich glaube, seitdem haben wir sie nicht mehr geschlagen. Ah. Ja. Aber wir sind dann auch nicht mehr so sehr auf sie getroffen. Ne? Aber Heidelberg hat heute Leipzig weggeklatscht. Ja, das war toll. Und vor allen Dingen, was noch viel krasser war, gestern Bochum. Und zwar die erste Mannschaft. Haben jetzt aber, glaube ich, gerade vorhin gegen Darmstadt verloren, leider. Ja gut, sehr ist deutlich. Darmstadt. Ja. Darmstadt, obwohl ich Darmstadt ja aus der... Ich habe es aus der Liga irgendwie so mitbekommen, dass Darmstadt schwächelt, aber die sind... bockstark. Gut, die haben natürlich hier auch ein paar anstrengende Wochen hinter sich beim EQC. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Platzierung am Ende hatten. Auf jeden Fall unter den ersten 20 müsste es gewesen sein. Ja, ich glaube, bei mir... Okay. Hannes wird gerade informiert, dass er bald spielen muss. Okay, ich werde gerade informiert, dass ich in 25 Minuten spiele. Ich weiß doch noch nicht gegen wen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich glaube nicht. Oh, okay. 8 Minuten. Ja. 8 Minuten Spielzeit. Ja, das schön. Ist wirklich noch nicht so besonders viel. Vielleicht ja, Hannes, du bist ja wohl sollte irgendwie sich das Livestream-Team um einen Ersatz-Kommentator. Ja, die Sarah ist noch okay, wir wechseln auf. Dann den Kommentator aus. Und dann, dann bin ich weg. Das Problem ist bloß, dass einer unserer Bieter da auch in diesem Haufen der Refs sitzt. Oh ja, und der Kai. Kommt ja auch nicht weg. Und ich würde euch gern anfeuern. Dann wird unser Spiel nach hinten verschoben. Ich hoffe, das wissen die. Also ich werde noch so lange hier sitzen, bis ich irgendwann weggerufen werde. Gute Idee. Ihr sollt ja nicht auf mich verzichten. Dann vielleicht wollt ihr auch, dass ich gehe, ich weiß es nicht. Das ist gut, wir kennen die YouTube-Kommentare nicht. Wir lesen die nie. Also danach, nach dem Turnier dann. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie da so lange machen. Ich glaube, sie... Sie überlegen, müssen wie ihn, ja, glaube ich, möglichst stabil halten. Ich gehe mal davon aus, da wird dann wirklich richtig irgendwas am Hals passiert sein. Kann natürlich auch alles Vorsichtsmaßnahme sein, aber das ist wichtig. Ja. Also Trier, die Hälfte der Mannschaft steht bei ihrem Spieler, die andere Hälfte hat sich auch hingesetzt. Kassel steht in einem Kreis zusammen und redet...
Okay, jetzt kehren die Spieler auch langsam zu ihren Besen zurück. Ja. Ich würde aber noch warten, das dauert nämlich noch ganz kurz. Ja, der Spieler wird noch auf der Trage festgeschnallt, dass er nicht runterfallen kann. Es sind doch hier so sehr witzige Tragen. Ich glaube, die sind eher extra für solche Fußballplätze oder so, aber die sehen sehr witzig aus, wie so ein Part von einer Kutsche. Ja. Und die Sunnies sind die Pferde. Ein sehr interessantes System, dass du einfach die Beine so einklappen kannst. Ja. Es könnte sich jemand was dabei gedacht haben, ja. Sieht sehr praktisch aus. Okay. Und das ist auch das Schöne am Quidditch, die Wertschätzung für Leute, die hier einen Einsatz gemacht haben und jetzt leider nicht mehr mitspielen können. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er schnell genesen wird. Ja. Und jetzt kann es aber auch weitergehen. Bitte. Und zwar jetzt bitte auch dann ein schneller Snitch-Catch, damit Hannes spielen kann. Okay, wir sind wieder drin und Kassel hat den Ball. Wir haben Bludger Control bei Trier. Das heißt, Kassel muss jetzt ein bisschen aufpassen. Sie können nicht so durchdriven. Und man sieht auch, dass sie jetzt ein bisschen mehr aufbauen. Bei Kassel gibt es einen Troll mit der Nummer 10. Ja. Das war noch kein Pass after Beat. Und jetzt ist die Gelegenheit da. Oh ja, die Nummer 5. Der kann eigentlich einfach und durchlaufen. Schön gemacht. Ein lockerer Unterarmwurf. In den sieht immer elegant aus, wenn man das macht. Okay. Bludger Control immer noch bei Trier. Und im Angriff. Aber schon wieder. Trier läuft, also macht den Angriff sehr langsam. Hier ein Troll hinter den Hoops. Ja, sie sind jetzt mit zwei Trollen. Ja, doch nicht ganz. Ich glaube, der will es jetzt einfach alleine probieren. Und schafft es nicht. Nee. Dabei hat er drei freie Anspielstationen. Ja. Das ist manchmal so, dass wenn man dann zurücklegt und einfach den Frust hat, dann will man das alleine machen. Ist aber manchmal keine gute Idee. Der Wurf gerade von Trier kam einfach ein bisschen zu kurz. Da hat er das Handgelenk zu schnell abgeknickt. Ja. Trier redet im Moment sehr viel miteinander. Das ist generell schon ganz gut. Auch sehr viele Anweisungen vom Keeper. Ja, wartet, sagt er die ganze Zeit. Und die Stimme wird immer energischer. Okay. Aber das brauchst du tatsächlich auch in einem Keeper. Und wieder das war ein Tor. Diesmal ein Langshot. 40 Trier zu 80. Da noch nicht die Mittel. Wir und damit 40 zu 80. Ist Kassel aus der Snitch Range raus. Trier macht aus seiner Bludger Control leider sehr wenig. Ja, leider. Und das ist jetzt, sie haben echt schon seit 2-3 Angriffen Bludger Control. Trier versucht wieder um die Hoops rumzurennen. Ja, wird da aber gestoppt. Ist wieder der Keeper. Jetzt gibt es einen Brooms Down wegen der Situation gerade bei den beiden. Wie weiß ich nicht, von wem das ein Foul gewesen sein soll. Ich wahrscheinlich eher von dem Kassel-Spieler. Gesehen. Ach, auch nicht. Eventuell könnte es Contact from Behind gewesen sein. Oh. Ah, okay, ich dachte, also ihre nichts rote, passiert. Ich dachte, sie hatte ihre rote Karte in der Hand, aber es war nur ihre Pfeife. Das war ein Tor? Okay. Das war ein Tor? Ich habe da kein Tor gesehen. Ich habe da auch kein Tor gesehen. Ich habe eigentlich gesehen, dass der Hub sich weggedreht hat. Aber gut. Wir sind keine Refs. Wenn der Ref sagt, das war ein Tor, dann ist das ein Tor. Stimmt. Damit 50 zu 80. War ja ein wichtiges Tor für Trier. Ja, jetzt muss Trier aber den Abstand halten. Jetzt müssen sie mal den Angriff von Kassel aufhalten. Eventuell einen Konter rausspielen. Hat Trier immer noch Bludger Control? Ja. Okay. Und genau, was ich gesagt habe. Jetzt ist der Konter. Sehr das schön gemacht. Schön.
wollte gerade sagen, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass Trier immer einen Chaser ganz weit vorn stehen lässt. Aber es hat sich gelohnt diesmal. Und wir haben wieder einen Broomstown. Es könnte Delay of Game sein. Svea ist schon wieder in ihren Karten dran. Okay, wir haben Yellow Card gegen die 19 von Kassel. Sie scheint aber selber unsicher. Also die Head Referee. Sie fragt nochmal ihre S-Refs. Und der Spieler kann mitdiskutieren. Das mag ich also überhaupt nicht als Headref. Nein. Aber generell die Kassel-Spieler diskutieren gerade sehr viel miteinander. Ja. Bisschen energisch. Also ich verstehe den Reflex von Spielern, dann die Situation irgendwie aufzuklären. Mhm. Aber das bringt es meistens nichts. Eigentlich nur den Headref. Okay, jetzt gab es Wer? Gelbe Karte. Das sah einfach Richtung Score-Table aus. Das sah so aus, als ob die Karte dem Score-Table gegeben hat. Aber ich nehme mal an, sie wird dem Score-Table einfach nur die Info gegeben haben, dass Nummer 19 eine gelbe Karte bekommen hat. Wir sind gerade selber nicht sicher, was da jetzt gerade los ist. Jetzt geht ein Chaser in die Subbox. In die Penaltybox. Nein. Nein, doch ein Keeper. Doch, Beater. Beater. Keeper. Beater. Jetzt geht hier Speaking Captain noch zum Head Referee. Wir wissen immer noch nicht wirklich, um was es geht. Okay, und der Blatscher geht an Trier, der Quaffel geht an Trier. Wenn er eine gelbe Karte kassiert hat, geht der Quaffel automatisch ans gegnerische Team. Und die fackeln auch nicht lange. Oh nein. Aber schön, jetzt ist immer so ein schneller Anstieg von Green. Ah, war auch anscheinend Pete. Der war? Ich habe den nicht gesehen, aber gut. Ich auch nicht. Wir haben ja auch nur eine eingeschränkte Sicht. Ja, das stimmt. Einhändiger Catch ist immer sehr schwierig. Was ich wirklich mag an beiden Teams, sie nutzen die Größe des Spielfeldes. Ja. Also es findet nicht alles nur zwischen den Hubs statt, sondern auch schön, sie laufen. Ja, sie gehen beide schön hinter, da hast du recht. Wobei Kassel ein bisschen flinker ist. Ja. Trier wird da öfter schon nochmal von einem Kasseler Spieler gestoppt und aufgehalten. Und das nimmt natürlich das ganze Momentum aus so einem Angriff raus. Das stimmt. Okay, Trier versucht wieder den Blatscher zu stehlen, den Beater abzulenken. Oh, das war, vielleicht hat es Pass gedacht, aber war ein Tor. Schön. So einfach kann es manchmal sein. Damit müsste der Spielstand, momentan wird 60-90 angezeigt, aber ich glaube, es wird umgedreht, wir haben 70-90. Ah, 20 Punkte. Das 20 Punkte war schon lange nicht mehr so. Wir haben... Okay, wir haben ungefähr 13 Minuten, höre ich gerade, in der Game Time. Der Snitch steht auch schon. In 4 Minuten kommt er aufs Feld. Wenn wir dann immer noch 20 Punkte Unterschied haben, dann wird es ein interessantes Duell. Dann hoffen wir doch, dass es so bleibt. Okay. Der Ball geht ins Out Aus. Of bounds. Trier jetzt ein bisschen stabiler als am Anfang. Mhm. Und Trier hat jetzt auch schon seit mehreren Minuten Blatscher-Control. Das ist auch sehr interessant, sie führen den Angriff einfach weiter aus, obwohl jetzt einer ihrer Beater gerade auswechselt, der einen Blatscher hat. Aber die alte Taktik, ein Blatscher nach hinten und nach vorne, um den Beater mit dem Blatscher zu beschäftigen, hat bisher ganz gut geklappt. Tatsächlich. Das war tatsächlich das erste, bei dem ich sehe. Ja, aber diese Taktik, den Kasseler Beater da zu beeinflussen, Kassel hat da noch keine Antwort drauf gefunden. Ja. Also, dass da der zweite Beater dann drauf geht. Das verwirrt auch erstmal, glaube ich, wenn Team Blatscher Controller, du wirfst den Blatscher nach hinten und rennst auf ihn zu. Ja. Okay, Kassel hat gerade den Ball erobert. Okay.
Kassel jetzt auch nicht mehr ganz so schnell. Das war am Anfang psychologisch gar nicht verkehrt, so schnell drauf zu gehen. Ja. Dadurch haben sie die Trierer ganz schön verunsichert. Jetzt können sie natürlich auch nicht mehr so schnell vielleicht. Mittlerweile ist das Spiel ausgeglichen, ne? Beziehungsweise, und jetzt steht's 80-90. Ich glaube, die letzten 5-6 Tore waren alle von Trier. Trier holt jetzt richtig auf. So eine lange Pause kann manchmal auch gut sein. Natürlich nicht der Grund dafür, aber die lange Pause war vielleicht ganz gut für Trier. Ah, Kassel hat Bludger Control zurückgeholt. Ah, sehr schön. Was auch gleich kommuniziert wird bei den Trier-Spielern. Okay, wir haben einen Troll bei Trier hinter den Hoops von Kassel. Und schade, da wird die Trierer Keeperin gebietet. Es war aber auch gerade ein Angriff, wo sie, glaube ich, irgendwie nicht wirklich wussten, was jetzt der Plan war. Es sah ein bisschen konfus aus. Ja, sie wirken aus. Ein bisschen verwirrt. Aber Kassel gleich wieder rauf und driven durch. Und wir haben ein Penalty gegen Trier. Gibt irgendwie viele Karten in diesem Spiel? Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, finde ich schon. Stimmt, du hast recht. Wobei ich es jetzt trotzdem nicht als unfaires Spiel oder so sehen würde. Es sind eher... Nee, ich finde bisher auch die ganzen Ref-Entscheidungen gerechtfertigt. Ja, stimmt. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, das war ein bisschen kleinlich oder ach, da hätte man vielleicht ein Warning geben können. Ich finde der Headref oder die Headref, das klingt komisch. Hier ist ganz gut im Griff hier. Und wir haben gelbe Karte gegen Trier. Yes. Gerade abgelenkt vom Spiel auf dem nächsten Pitch. Jetzt kann natürlich Kassel braucht nur noch durchstecken, weil sie haben den Ball direkt am Hub bekommen. Eigentlich müsste er den Arm kann er jetzt schon ausstrecken. Und? Ja, sehr schön, da sehen wir das Tor von Kassel. Bludger Control wieder bei Trier. Aber auch mit keiner Idee vor den gegnerischen Ringen. Sie haben dann auch immer drei Chaser relativ nah beieinander, da könnte man auch mal nachdenken. Stehen ziemlich auf dem Haufen, machen das Spiel nicht breit. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass sie den ganzen Raum nutzen, sehen wir jetzt schon seit gut 5 Minuten nicht mehr. Vielleicht sollte ich nichts mehr sagen. Und wir sehen den Snitch auf dem Feld. Den kenne ich noch nicht. Ich kenne ihn noch nicht. Ich habe gerade gegen ihn gespielt. Ah, Passau. Chaos steht auf seinem Trikot. Ich habe ihn jetzt bei diesem Turnier auch noch nie snitchen gesehen. Ich weiß nicht, welcher Typ er ist. Man unterscheidet ja immer zwischen zwei Snitch-Typen. Einmal die stationären und einmal die mobilen. Wobei die stationären meistens sehr viel kräftiger sind. Ja, also ich könnte mir vorstellen... dass er eher ein stationärer Snitch ist. Das glaube ich auch. Aber vielleicht überrascht er uns auch und rennt jetzt gleich über das ganze Feld. Mal schauen. Der Snitch-Ref, den wir hier sehen, das ist Kai Hasselmeier von den Augsburg Owls. Der auch bald spielen muss. Der muss auch bald spielen. auch der Timekeeper ist ebenfalls von den Augsburg Owls. Also wir sind prominent besetzt hier bei diesem Spiel. Auch der Assistant-Ref. Ein Assistant Ref, die Jessie ist auch hier. Das heißt, sie können gar nicht ohne uns anfangen. Da fehlt ja das halbe Team. Bei den Seekern, Trier ist immer recht schnell. Also Seeker Game haben sie drauf. So viel weiß ich noch von vergangenen Turnieren. Und Trier scored nochmal. Das heißt, wir haben jetzt einen 10-Punkte-Unterschied. Oh.
Und der Snitch macht sich langsam fertig, um die Seeker zu empfangen. Und die Seeker sind und auf dem Feld. Kassels Seeker wird gleich erstmal rausgebietet. Okay. Ah, okay, wir haben einen mobilen Snitch. Ich sag's noch, vielleicht überrascht uns das ganze Feld. Oh, und der Snitch. Das war. Und da fliegt die Socke. Wow. Na, ich hab Nein. das. Nein. Was? Da ist die Socke abgeflogen. Oh, okay. Aber das kann dann. Also ich habe die Socke halt gerade nur in der Luft fliegen sehen. Ja, ich glaube, das ist kein guter. Kann ja nicht sein. Nee, nee. Nee. Aber Kassel war dran, so wie ich das gesehen habe. Jetzt wird mit dem Headref diskutiert, ob es da vielleicht noch einen Foul gab. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, und ja, das Spiel es geht weiter. Hast du richtig gesehen. Snitch-Ref zählt die 3 Sekunden ab, die Seeker den Snitch nicht attackieren dürfen, damit er sich neu positionieren kann. Boah, ein schöner Drücker hier vom Snitch. Kassels Seeker kommt auch erst gar nicht zum Schnaps. Der wird sofort immer rausgebietet. Was Trier natürlich auch leicht machen kann, weil sie Bludger Control haben. Ja, und wird nebenbei auch noch von einem seiner Bieter abgeschirmt. Ja. Kommt aber noch nicht so wirklich. Kommt nicht so ran, Seeker ist jetzt gebietet. Währenddessen Kassel wieder mit einem Angriffsversuch. Aber kommt hier nicht so richtig durch, da hat Trier aufgepasst. Das sah für mich nach Contact. Ja, das sah für mich nach Contact from behind. Contact from behind. Langsam kriege ich das hin. Die Regel. Ja, da hat sich der Trierer auf den Kassler draufgestürzt von hinten. Ja. Und kriegt deswegen auch folgerichtig die gelbe Karte. Oh, und auf dem Nachbarpitch hat das Basilikum gewonnen, wie ich das sehe. Gegen die Kiel Gelbies. Es gibt eine Red Card. War das schon die zweite gelbe Karte? Ich habe die Karten nicht mehr ganz im Kopf, wer was bekommen hat. Ah, aber das ist die Nummer 77, das könnte tatsächlich sein. Das ist jetzt natürlich sehr bitter für Trier, denn sie müssen jetzt 2 Minuten jemanden in der Penalty Area haben. Und der darf auch nicht raus, wenn ein Tor fällt. Das heißt, sie spielen volle 2 Minuten in Unterzahl. Bei einem Score, ich sehe ihn gerade nicht, aber ich meine, er ist 100 zu 110. Ja, kann Kassel jetzt gut 2 Tore machen. Triers Abwehr ist ohnehin sehr tackelschwach. Ja. Und Kassel hat viele gute Driver. Das könnte jetzt die Gelegenheit für Kassel sein. Was ich jetzt versuchen würde, wäre wahrscheinlich ein Bieter. Sie haben ja noch immer Plunger Control Trier. Ich würde einen Bieter beim Schnatz lassen und einen ins Chaser Game schicken, damit genau das nicht passiert mit den 2 Toren. Und den Angriff würde ich ganz langsam machen. Und wir haben wieder das Duell Trierer Seeker gegen den Snitch. Aber den beeindruckt das gar nicht, der Angriffsversuch. Und Trier passt höllisch auf, dass der Kassler Seeker nicht an den Snitch kommt. Er darf ihn nicht mal berühren, scheint die Regel zu sein. Ja. Oh, das wow, war da war es da war fast dran. Ja. der arme Kassler Seeker. 100 zu 110. Das heißt, wer das jetzt fängt, der hat gewonnen. Jetzt sind hier gerade sehr viele Tackle hintereinander. Das war ein Contact over und der Schnatz wurde gefangen. Ja. Aber der Schnatz ist halt bei abgefangen worden. Ja. Okay, der Snitch-Ref sagt dem Head-Ref, dass er lauter whistlen soll, weil er hört es nicht. Man muss dazu sagen, dass der Snitch nicht darauf achtet, was der Head-Ref macht. Ja. Er achtet nur darauf, was ihm sein Snitch-Ref sagt. Wenn der natürlich nicht hört, dass der Head-Ref abgepfiffen hat. Das ist das zweite Mal, dass die Socke weg vom Schnatz war und schade, trotzdem geht's aber weiter. Trier wäre dran gewesen. Ja. Wäre aber trotzdem nicht gut gewesen, weil Trier gerade eine Karte bekommen hat. Aber Trier jetzt mit 2 Leuten in der Penalty Area. Und Kassel mit einem weiteren Tor. Es müsste jetzt 100 zu 120 stehen. Ja. Wenn der Score-Table mal den
Ja, jetzt drehen sie es um. Okay, Trier jetzt wieder mit einem Spieler mehr. Aber sie haben immer noch einen in der Penalty Area von der roten Karte stehen. Ist natürlich jetzt auch echt schwierig mit so wenigen Leuten. Da, ich sehe da jetzt gerade von behind. Ist eigentlich gerade schade, weil keine Bieter vorhanden sind bei den Kasslern. Oh, was? Wir haben das alte Duell am Boden. Wer kriegt den Ball zuerst? Jetzt müssen die Bieter. Ja, yeah, jetzt kommen die beiden Kasseler Bieter angerannt. Bieten aber jemanden, der daneben steht und nicht diejenige Person, die am Ball ist. Okay, wir machen jetzt. Das war merkwürdig. Warum haben die haben gerade da noch ein bisschen gewartet? Wir mal ein bisschen Pause machen, wenn die beiden da an dem Ball hängen. Ist natürlich auch eine Strategie, um dieses lange Turnier ein bisschen zu überleben. Mal zwischendurch Pause machen, während das Spiel läuft. Wir haben ein Foul gegen Trier. Ja, hat sich gerade. Und der Score mittlerweile 130 zu 100. Puh. Und wir sehen jetzt auch schon, dass der Trierer Sieger sich in Defensive-Position gegeben hat, also direkt vor den Schnatz, sodass der Kassler durch zwei Leute durch muss, um an den Schnatz zu kommen. Okay. Okay, der Headref sucht sich den Schuldigen. Wird von seinem einer der... Blaue Karte. Dann wurde, das war dann aber ein bisschen merkwürdig, weil das Foul wurde ja eigentlich gegen Trier angezeigt. Ja. Ist aber so, wenn ein S-Ref, das kommt schon mal vor, dass ein S-Ref mal das Foul auf die falsche Richtung zeigt. Und dann folgen ihm die anderen natürlich. Spiegeln das da nur, damit der Head-Ref da informiert ist. Wäre sonst sehr bitter für Trier gewesen, schon wieder eine Karte. Ja, definitiv. Ich glaube, deshalb hat sich der eine Bieter auch gerade sehr aufgeregt von denen. Und Trier wartet zu lang, da wäre ein Troll frei gewesen, der auch relativ unbedrängt war. Und wir sehen einen. Ja. Trier Seeker siegt jetzt defensive. Ach, aber versucht aber trotzdem noch an den Snitch zu kommen. Also offensichtlich möchte Trier die Overtime. Und verliert hier seinen Besen. Also, wenn er ihn so fangen würde, wäre ich schon beeindruckt. So. Wird der Kasseler Seeker vom Bieter abgehalten? Also, Trier scheint sich jetzt wirklich auf die Verlängerung. Abzusehen, was vermutlich sämtliche Augsburger Spieler, die an diesem Spiel beteiligt sind, sehr freuen wird. Ich glaube, dann müssen wir vielleicht. Kann man alle Referees auswechseln mitten im Spiel? Das muss das Headquarter entscheiden, da gebe ich erstmal keine Meinung zu. Okay. So, jetzt kommt der. Au. Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Snitch von Kassel mal ran. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hat er ein Facebeat bekommen? Nein, er hat ihn getreten. Also, wir hören, weil es ziemlich nah bei uns ist, was der Kassler-Spieler sagt. Er meinte, der Fuß vom Trier hat ihm am Kopf getroffen. Er steht aber schon wieder. Ist aber trotzdem raus, da eine Verletzung angezeigt hat. Ich sehe gerade, der Spielstand ist 100 zu 140. Das heißt, Trier sollte jetzt möglichst versuchen, Tore zu machen. Eigentlich müssten sie den Bieter auch zumindest zeitweise vom Snitch abziehen. Und darauf hoffen, dass der Seeker
gut genug defensive Sieg, um den Kasseler Sieger vom Snitch abzuhalten. Es gibt keine Beater. Trotzdem kein... Ja, ja, das ist Tor für Trier. Sehr schön. Wieder in Snitch-Range. Bei einem jetzigen Catch würde es ebenfalls in die Overtime gehen. Und wir haben den Catch. Und Kassler, Kassler hat den flott. Schnatz. Ja, und der, also ich habe ihn jetzt wirklich mal endlich genau gesehen. Ich habe der sah gesehen gut aus. Ich meine, er ist gut. Ja, ich glaube auch. Wir haben gesehen, der Trierer Sieger hat versucht, hier den Kasseler Sieger abzuhalten, ist gestürzt und die Chance hat der Kasseler Sieger ergriffen und hat den Snitch gecatcht. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube auch. Der Speaking Captain von Trier. Und der Speaking Captain wird wieder weggeschickt. Ja. Ist auch eigentlich richtig so. Mache ich auch als Head-Ref. Ja. Also die Speaking Captains dürfen schon reden. Mhm. Aber das ist etwas, was ich als Head-Ref nicht mag. Gerade wenn ich mich mit meinen S-Refs berate. Meistens komme ich danach nochmal zu denen. Und ja, das Spiel der Catch ist vorbei. Ist gut. Kassel hat gewonnen. Glückwunsch an Kassel. Ja, und gut gemacht an Trier. Wir verabschieden uns jetzt, weil wir müssen beide zum Augsburg-Spiel. Also, also viel Spaß noch. Macht's gut, ciao.